Hallo und herzlich willkommen zu den Chaos-Ossis mit mir, dem Robert und dem Patty. Servus. Servus, ja. Heute ist Sonntag, wenn ihr diese Folge seht, und wir haben wieder ein neues großes Update von Tomb of Dragons. Und man kann wirklich sagen, es ist wirklich groß, weil es sind einige coole und tolle und dann wenigstens eine nicht tolle Neuerung in dem Spiel mit drin. Aber das wollen wir also euch. Groß heißt fast 700 MB. Fast 700 MB. Orientierung. Genau, ja. Richtig. Und ist doch dafür, dass es free to play ist, eigentlich doch recht gut. Jo. Ja. Also. Was? Ja? also erstmal, wir haben immer noch unsere Drachen: Kronos, Rey, Inara, Toxor, Ogre, Fury, Vampire und Tiamat auf der rechten Seite. Daran hat sich nichts geändert. Und ich muss auch noch 3 davon freischalten. Aber was neu ist, wir können unsere Drachen jetzt mit Skins vollpacken oder mit Skins ausstatten. Und zwar seht ihr hier auf der linken Seite ein kleines, na, da steht My Dragon, da drücken wir einfach mal drauf. Und da seht ihr hier, wir haben für jeden Drachen 9 Skins zur Auswahl. Und was noch viel cooler ist, wir haben, können wie nennt man das? Eine Weiterentwicklung der Drachen freischalten. In diesem Fall ist es beim Kronos der Hyperion. Wenn du so willst. Ein Upgrade, genau, wir können die upgraden. Ich wollte eigentlich sagen, sie digitieren. Also wir können unsere Drachen. Zu Septicoid! Moin. Ja, also wir können unsere Drachen digitieren. Ist das nicht toll? Ja, wenn ihr das Tutorial abschließt, das wird euch gleich angezeigt, wenn ihr das Spiel startet, dann schaltet ihr beim Kronos zum Beispiel gleich den Floating Darkness frei. Ich drücke da einfach mal drauf und unser Kronos wird blau. Ja. Ich bin blau. Er wird blau. Das ist der erste Skin, den man freischalten kann. Naja. Besser nicht. Richtig, genau. Ja. Wo mir der alte Skin besser gefällt, ehrlich gesagt. Stimmt allerdings. Aber man weiß ja nicht, wie die anderen 8 Skins aussehen. Also, mal gucken. Mal schauen. Die Skins haben auch alle unterschiedliche Namen, wie ihr sehen könnt. Der letzte sieht geil aus irgendwie. Aha. Da, dass man nicht draufklicken kann. Phantasm. Ja, das stimmt. Aber ich finde das auch gut, dass sie das gebracht haben, weil dann kann man nicht sofort sagen, ja, den Skin will ich unbedingt freischalten. Wisst ihr, dass man nur auf den hinarbeitet. Das finde ich gut. Sogar. Mhm. Nun, bei der Weiterentwicklung der Drachen sind wir uns nicht so sicher. Ich und Patty glauben, dass wir erst die ganzen neuen Skins freischalten müssen, ehe man den Hyperion, also in diesem Fall das Upgrade von Kronos, freischalten kann. Das steht aber auf dem Text. Also wenn du mit dem Cursor über das Exchange-Ding gehst, dann steht da, dass du das komplette Skin quasi austauschen kannst gegen dieses Upgrade. Stimmt, you can exchange the options. Also, stimmt. Es ist schon richtig, man muss alle neuen Skins sammeln, dann geht das. Ja. Und man kann halt mit diesen rechten Exchange-Buttons, zumindest steht es so da, quasi diese Lower-Rank-Skins austauschen gegen einen Higher-Rank. Und dann halt gegen eine gewisse Anzahl an DNA-Punkten. Also kann man vielleicht gezielt ein bisschen was sammeln. Aha. Da man die Skins ansonsten mehr oder weniger bloß zufällig bekommt. Vermute ich jetzt einfach mal. Aha. Ist nicht schlecht. Also ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Gucken, vielleicht. Hat ein bisschen was vom Sammelzeugs. Also ja, ich finde es nicht schlecht. Richtig. Rocket League lässt grüßen. Mit den Skins, die wir kriegen beim Freischalten. Bei Rocket League hast du irgendwann alles. Da hast du auch so alles doppelt und dreifach. Ja, ich glaube, das hitzt dich einfach irgendwann nicht mehr. Das stimmt. Ich glaube auch, das wird hier nicht unbedingt nicht passieren. Das wird hier nicht unbedingt passieren. Aber es wird zumindest länger dauern. Ja, das stimmt allerdings. Mal gucken, wie weit wir kommen werden. Was noch neu ist, wir an den Battles an sich hat sich nicht viel verändert. Wir haben immer noch DM, dann Team Deathmatch, Points, Souls, Collector und Collector. Auch Caravan, Coming Soon, bleibt immer noch alles. Ja, was aber neu ist, wenn wir ein Spiel, ich sag jetzt einfach mal, gewonnen haben, dann erhaltet ihr hier oben links, hier oben rechts diese eine von den beiden Kisten. In diesem Fall blaue. Quatsch, blaue Silber oder Gold. Goldene Kisten. Oh Gott. Blau. Ja. Und da drin. Ja. Genau, und da drin sind dann entsprechend Skins von Drachen. Dann kann man sich aussuchen, was man dann nimmt. Mal gucken. Jetzt die Neuerung, die.
Man kann sich außerdem kaufen, wohlgemerkt. Richtig. Wenn du mal auf diese Crate-Ansicht gehst, dann steht da unten Buy, Buy, Buy. Mhm. Also eine Silberkiste 44 Cent, eine Goldkiste 1,59 Euro natürlich. Und der komplette Skin für einen bestimmten Drachen 5 Euro und ein bisschen. Also, wer ein bisschen Geld ausgeben möchte, der die Sache ein bisschen beschleunigen. Könnt ihr gerne machen. Kann man sich ja alles komplett freischalten. Richtig, aber ich meine, dafür, dass es Free-to-Play ist, also ich würde es nicht machen, aber wenn ihr die Entwickler unterstützen wollt mit dem Geld, wir... Ich find's fair, muss ich sagen. Ja, genau. Ich meine, man hat eine große Auswahl. Gut, an den Spielen, Da kommen höchstwahrscheinlich noch mehr Battles dazu. Also, es wird nicht bei den 6 bleiben, da kommen höchstwahrscheinlich noch mehr dazu. Aber die Entwickler brauchen halt auch Geld, um das zu vollziehen. Und bei einem Free-to-Play-Titel ist das doch ganz fair. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Das Ranking-System. Stimmt, das Ranking-System, genau. Und zwar, wir haben ja neben Battle haben wir, also bei mir zumindest B8-Sitzer, ich bin Level 8 und ich habe 300 von 8100 Experience Points. Ich brauche also noch ein paar. Links daneben seht ihr diesen schönen Pokal und da sind Rankings und Stats neu dazugekommen. Die Rankings sind unterteilt, wie man das eigentlich, glaube ich, von allen anderen Spielen auch kennt, in die täglich Besten. In diesem Fall mal haben wir hier den Killers mit Level 65. Wow. Nicht schlecht. 40 Games, 610 Kills und 62 Deaths. Oh mein Gott. Nicht schlecht. Er hat heute 40 Spiele gespielt, wohlgemerkt. Ja, der Junge hat Langeweile. Ja, ich sag schon. So, Weekly. Oh Gott, der Killers hat in der gesamten Woche bis jetzt 233 Spiele gemacht. Oh, das ist ein Streber, ey. Das ist überall Nummer 1. Vor allen Dingen hat 2903 Kills und 533 Deaths. Das ist doch nicht normal. Ja, ich glaube, so weit werden wir das nicht unbedingt schaffen. Gibt aber ein Achievement, falls wir es schaffen. Ja, ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Ich weiß nicht. Wobei, warte mal, muss man komplett Erster werden oder muss man einfach nur in die Top 10 landen? Ich habe es jetzt nur einmal durchgelesen, quasi. Mal gucken, warte mal, wo sind die Achievements? Gucken wir mal kurz. Also die meisten kriegt man ja allein schon, wenn man das Spiel spielt. Try meine Fire, Play 10 Games, 100 Games, 5 und 10 Times. Achso. Gold 10 Tag First Place in the Session Game Ranking 10 Times. Mhm. Oh, doch. Du musst Erster werden. Für den zweiten Platz. Nee, Moment. Nee, ich rede jetzt von Gold. Gold. Geh mal weiter runter. Bei den Errungenschaften. Da ist Warrior, Veteran und darunter Gold. Dann Silber, Bronze, ja. Double Kill. Also, du kannst Erster, Zweiter, Dritter werden und dafür gibt es Achievements. Nee, wieso Warrior? Ich bin bei Weekly Top, Top of the Month und Daily Top. Da steht doch drin, take a top place in Weekly, Monthly oder Daily, ne? Aber das was stimmt. Heißt jetzt Top Place? Komplett 1? Ich würde sagen, die ersten 3 Plätze. Möglich. Aber vor allen Dingen für uns ein unglaublich schwieriges Achievement. Brothers in Arms, play with your friends. Ah, oh, das können wir schaffen. Auch play on all maps, das kriegen wir auch hin. Ja, Play with all Dragons kriegen wir hin, alle Drachen freischalten. Ja, das meiste kriegt man automatisch irgendwann im Spiel. Ja. Aber wie gesagt, weiter oben, da müssen wir eine ganze Menge machen. Take first place in the Session Game Rankings Gold 500, 500 Times. Naja. Na okay, gut. Wollen wir einfach mal ein Spiel machen, wo schon dabei sind. Ich dachte, ich kann mich davor drücken, aber können wir gerne machen. Aber davor. Du kannst dich davor nicht drücken. No. Ja, aber wir haben natürlich auch unsere persönlichen Statistiken. Im Prinzip ist das bei mir Tagesstatistik ja nichts, weil wir noch nicht gespielt haben. Und total seht ihr halt, ich bin mit dem Tiamat wirklich der. Sozusagen, das ist mein bester Drache. Mit dem habe ich 45 Kills gemacht und 40 Mal gestorben. Was für eine. Ja, was für eine Statistik. Ja, könnte besser sein. Ja, seht ihr ja. Ihr habt höchstwahrscheinlich auch eure eigenen Statistiken. Wie gesagt, wir können euch das Spiel nur empfehlen. Es ist wirklich interessant und wenn ihr mal spielen wollt und uns herausfordern wollt, ihr könnt es gern probieren. Aha. So, dann würde ich mal sagen, leg los, Patty. Ich bin heiß. Los. Achso, ich muss machen. Du bist ja der Horst.
Was machen wir? Team Deathmatch? Nur mach Team Deathmatch, klar. Wir machen einfach mal Team Deathmatch, so. Hoffentlich haben wir Glück. Ja, wir sind zu dritt. Die Server sind übrigens ziemlich leer gefegt heute, also mal gucken, ob wir was finden. Ah doch, wir sind drin. Ah, schön. Oh, 3 gegen 4 ist doch in Ordnung. Dann gehen wir mal los, ja. Wir machen die jetzt platt. Was war? Ah! Cool, ist blau. Fangen wir gleich mal an, wie ein Rocket League. Ja, wir haben jetzt übrigens auch Munition für Waffen und Gegenstände. Ich weiß gar nicht, ob das vorher schon drin war. Also wenn man die einsetzt, dann vermindern sie sich mit der Zeit. Ich jetzt sehe ich. Ach stimmt, tatsächlich. Siehst du diesen weißen Balken da vorne? Ah, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das vorher drin war. Stimmt. Eigentlich. Nicht, wenn ich das verschieße? Aber ich finde das gut. Kannst du nicht geführte 5000 Mal draufschießen. So, so ist meine Rakete jetzt schon wieder leer. Oh, Scheiße. Verdammt! Keine Raketen mehr. Hilfe! Fuck! Railgun. Hat mich getötet. Oh, warte, so hätte ich meinen Railgun verdient. Doch. Verdammt, also es ist anscheinend so, dass wenn die Raketen leer sind, dann ist es leer. Also dann musst du erst sterben, bevor du, glaube ich, was Neues kriegst. Ja. No, ich bin gestorben. Was habe ich getan? Ja. Ich bleib bei meinem Tiamat. Mit dem kann ich es am besten. Also, am besten spielen kann ich mit dir. So. Lalalala. Ja, komm. Ich bin tot. Warum sterbe ich andauernd? Gut, dann nehmen wir mal einen anderen. Ah, komm, nehmen wir mal einen Vampire. Mann, Vampire. Nein, schlecht. Ach komm, so schlecht bist du gar nicht. Du könntest schlechter sein. Sagen wir mal. So muss das sein. Yeah. Disconnected, na super, das sind doch die Liebsten. Disconnected? Ah, da ist einer disconnected. Jetzt bin da. Nur weil sie gerade verlieren, na gut. Naja, nicht wirklich. Hey, also die Grafik hat sich auf jeden Fall auch verändert, wie ihr sehen könnt. Wenig, ne? Es ist ein klein wenig besser geworden, ja, stimmt. Vor allem die Anzeigen haben sich verändert, siehst du das? Ja. Ist ja auch echt. Ist cool gemacht. Nein, Batman. Hilfe. In diesem Fall bin ich der sogenannte Bat-Strike. Mann. Ah, verdammt. Mist. Ich will mit meinem Tiamat wieder spielen. Tiamat! Juhu! I'm the master of disaster. Als Drache, ne? Das ist unglaublich. Also Leute, nochmal eine Information für euch alle. Drachen können fliegen.
Alter! Eule-Alarm. Drachen können fliegen. Ist die Muni eigentlich auch, wenn ich hier bin? Nee, will sie nicht. Scheiße. Ach, fick dich. Erwischt. Mann, das war meiner. No, das tut mir aber leid, nicht. Hey, warum fliegt der so nach links? Hilfe. Sing in the rain. Nein, verschossen. Autsch, ich bin gestorben. Ich kann es immer noch nicht fassen. Das ist ja blöd, dass man so eine begrenzte Muni hat. Hey! Victory! Nice! Und ich habe einen Silver Crate gewonnen. Wollen wir gleich mal gucken, was es ist. Wir lieben. Guck mal, denk mal. Oh, ich habe zwei gewonnen. Geil. Zwei? Ich habe zwei gewonnen, ja. Stimmt, ich auch. Available Cups ist, ja, ihr seht schon, das sind wie hier wie Pokebälle, nur dass man anstatt 3 12 zur Verfügung hat. Pokebälle! Pokeball los, ich wähle! Plus 6 DNA! Yes! Oh, geil! Yes! Zwei Drachen! So, noch einer, komm. Wie zwei Drachen? Ah, Skins? Oder was, nee, hast du bekommen? Nee, 6 DNA, das heißt, und mit 3 DNA kann man ja Drachen. Das stimmt, ja. Und was habe ich noch? Oh, Red Horror für den. Green Combat Color Tiamat. Fury. Na, gleich mal gucken. Mein lieber Fury, ich hab den mir nicht freigeschalten. Dann tue ich. Na klasse. Ich will den freischalten. Unexpected Error. Was? Ja, warte mal, Kree. Unexpected Error. Ja. So viel dazu. Warum auch nicht? Ja, ich hab's probiert. Nehmen wir den Heiler. Unexpected Error. Unexpected, okay. Error, what the fuck? Ey, nee, ich kann's auch nicht. Ja, ich glaub, das ist noch so ein kleiner Bug. Das ist. Naja, mein Gott, das kann passieren. Das ist aber scheiße. Ist halt ein Bug, ist halt ein neues Update. Oh. Ja, kann man nicht machen. Ja, okay, keine Entschuldigung. Wie könnt ihr nur? Ihr Schweine! Normalerweise werden Tester bezahlt. Wie sagt man so schön? Sie haben Kenny getötet. Ihr Schweine! Naja, gut. Okay, ja. Leute, bitte fixen. Ja, Leute, bitte fixen. Ganz, bitte. ganz dringend. Das muss sein, weil sowas kann ich angehen. Das ist scheiße. Ja. Ja, man kann keine Drachen mehr freischalten, das geht gar nicht. Ich frage mich aber wirklich, was passiert, wenn man. Ich sag jetzt mal, man hat jetzt die Drachen freigeschaltet, alle. Ich meine, bei mir sind es bloß noch 3, also wenn ich nochmal so eine Box bekomme. Und man hat noch keine Skins freigeschalten. Was macht man dann? Weil du kannst ja nicht mit den DNA-Punkten Skins freischalten, das geht ja nicht. Du musst die ja im Spiel oder halt eher. Ja, in gewisser Weise doch. Also du kannst austauschen, wie gesagt. Mit Hilfe von DNA-Punkten. Ah, nicht kaufen. Nicht kaufen, nee. Na, dann musst du halt spielen mit irgendjemandem. Im Hilfsstand was. Na gut, okay. Ja, das war unser kleines Let's Show. Oder Let's Update. Nennen wir es einfach mal Let's Update. Let's Demonstrate. Let's Demonstrate, genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn wieder ein neues Update von Time of Dragons kommt, dann zeigen wir euch das natürlich wieder. Und wie gesagt, ihr könnt uns gerne herausfordern. Darüber würden wir uns freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es. Daumen nach oben. Gefällt mir. I like. Ja, ansonsten
abonniert uns, wenn euch unser Kanal gefällt. Wir haben natürlich noch tausend andere Videos. Einfach mal schauen. Wir sind auch auf Twitch. Wir sind hin und wieder auf Twitch. Es sind nicht ganz tausend, meine ich damit. Habe ich gesagt tausend Videos? Ja. Ja, okay. Wie viele Videos haben wir eigentlich? Eigentlich 500, glaube ich, ungefähr. Ja, kein sehr. Wir haben ein paar Videos. Schaut einfach mal rein. Schaut einfach mal rein. Ihr findet schon irgendwas. Genau, richtig. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sagen einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.